Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Runde Battlefield 4 im Overhauls-Modus auf der brandneuen Karte Operation Outbreak. Ja, dann legen wir sofort mal los und der Typ hier kann man definitiv nicht fahren. Ich glaube, da steige ich aus, eigentlich. Und jetzt fängt wieder mein Controller an zu spacken. Ja, das habe ich davon. Geile Scheiße. Naja, was soll's. Draufgeschissen. Ja, wie ihr schon seht, mein Controller ist mit dem linken Stick, der leider hin und wieder mal hängt, sodass ich nicht sprinten kann. Ja. Ist ziemlich nervig, muss ich mir mal einen neuen besorgen jetzt. Anzeige ist schon raus, aber. Ja, ich habe ein feindliches Fahrzeug gesichtet. So. Ja, geht immer noch nicht, Spinderei. Leider sterbe ich dadurch ziemlich häufig. Aber ich versuch's mal, weil. Öfteren geht es dann doch. Ja, es tut mir leid. Na komm, jetzt geh los hier. Wenn man im Aimen geht. Ach ja. Dann ruhen wir uns mal aus. Vielleicht noch ein Stick dann ja wieder. Das ist nicht neu zu. Das war ein Gegner. Den habe ich nicht bekommen. Ich will faul schießen. Das ist ein Scheiß. Naja, immerhin 900 Punkte Serie. Aber jetzt könnte so langsam mein Stick mal wieder anfangen zu sprinten. Hier, das Medikit. Sonst flipp ich schick gleich aus. Ja, okay, so wie ihr seht, die neue Map Operation Outbreak ist gestern am 27.10. rausgekommen für jede andere Konsole, für den PC und so weiter. Ach ja, ich sehe aus wie so ein Noob, ey. Kennt ihr das? Die Noobs, die laufen auch immer so langsam rum und killen euch dann. Joa. So an sich eine wunderschöne Dschungelmap. Ja, immerhin haben wir jetzt mal Zeit, solange mein Controller wieder geht, uns die Karte mal anzuschauen. Ja, also ich finde, das ist sehr gelungen. Hat die Community sehr gut gemacht. Ja, jetzt steht ein Treff hier. Jo, das hab ich mir schon so halb gedacht. Ach egal. Scheiße auf den Score jetzt, ganz ehrlich. Ich meine, ich zock so oder so auf der PlayStation 3, da ist die Umsetzung sowieso sowas von grottig. Da ist der Rest dann auch egal. Die sind echt alle nur hier am Rumcampen, ja? Was ist denn los mit denen? Dann spawn ich mal eine Base, dann holen wir mal ein Fahrzeug. So. Ach komm jetzt. Scheiß Dick. Geh man, geh! Oh, was ein Fail, ey. Was ein Fail. Ja, vielleicht klappt's ja, wenn ich ein bisschen vergewaltige. Nö, will immer noch nicht. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger. Es liegt deiner aktuellen Stellung. Ist doch jetzt ärgerlich. Achtung, Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Naja. Komm, drauf geschissen. Let's go. Ah, ihr müsst mich entschuldigen, ich. Okay, ich nur. Ach nee, hier tut. Ah, genau, hier fährt man ja mit. Ja, das geht komischerweise, ne? Das Fahren geht um den Stick, aber sprinten. Ich verstehe das nicht. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem mit eurem Controller auch habt. Also, ich habe hier einen stinknormalen PlayStation 3 Controller von Sony. Und ey! Komm, dann lass das Ding mal. Da hat er nur mal Glück gehabt, der Kamerad. Ach ja, Battlefield 4 auf der PlayStation 3. Ich hasse das Spiel auf der PlayStation 3, ich muss ganz ehrlich sagen, weil die Umsetzung, die ist einfach so dermaßen grottig, dass es schon fast wieder wehtut. Und mein Stick geht immer noch nicht. Ah, jetzt sieht er. Oh mein Gott, das war weg mal mit der Aimpad.
Hier wieder nicht? Ja, doch hier nicht, danke. Was mir jetzt direkt schon mal so auf dem ersten Blick aufgefallen ist, ist jetzt auch erstmal eine zweite Runde. Hier wird sich ziemlich oft an irgendeiner Flanke verkämpfen und mit einem Fahrzeug dann da gegammelt und aufs Geschütz, gesetzt und losgeballert. Ich finde es relativ nervig. Ja, sag mal! Nicht ein Schuss getroffen, was ist hier los? Ah, komm, kriegt eine Granate ab. Okay, jetzt sterbe ich. Einsatzziel Charlie ist neutralisiert worden. Eieieiei. Also hier wird richtig hart. Naja, ich hoffe, dass jetzt mein Controller mal wieder sich so langsam fängt und ich hier endlich mal anständig spielen kann. Weil es ist doch schon sehr nervig. Achtung, Einsatz für Charlie wurde erobert. Ja, und er geht immer noch nicht. Oh mein Gott, ja Leute, müsst ihr euch jetzt halt erstmal geben. Ah, jetzt in der. Ah ja. Okay, den habe ich bekommen, sonst schlecht. Mega schlecht. Ja, die Map, also die Jungle Map, ich finde, ist eine richtig geil gelungene Karte. Sieht ja auch bei Comedy 2 sehr ähnlich. Eieieiei. Jetzt schon der zweite Typ, der mich im. Ach nee, das war der. Der rettet, glaube ich, nur das Morgen. Keine Ahnung, was mir los ist. Ich muss mal kurz gucken. Und er hätte mich reanimiert, ist in Benefit 4 aufgesalten. Was? Hä? Was war denn mit der Waffe gerade los? Aber da, ich weiß nicht. Seht ihr Leute, ich weiß, das ist eine Situation, ich verstehe die einfach nicht. Battlefield 4. Ich will schießen, es geht nicht. Ich reinzoomen, es geht nicht gut. Mein Controller, der muckt hier ein bisschen rum, aber. Das sind einfach so grundlegende Dinge, die waren schon bevor das Spiel gespielt. Also, allein das ganze Movement, das stört mich in Battlefield 4. Ich komm dann. Ehrlich gesagt, irgendwie nicht zurecht. Guck, jetzt geht's schon wieder nicht. Zack. Er hört einfach auf zu schießen. Er hört einfach auf zu schießen. Als ob ich immer so einen kurzen Lag hätte und dann. Ich versteh's nicht. Oder ist das irgendwie Bug von der Waffe oder so? Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Nehmen wir mal die M416. Schauen, was wir da haben. Offene Visierung. ACOG. Nee, das passt so. Aber der Typ da, der ist doch daran geht noch. Leute, also entschuldigt mich gell hier für meinen heftigen Skillcard. Achtung, Achtung! Einsatzziel Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Einsatzziel Alpha. Ach ja, da hat Stück gehabt, das ist schlecht der Karte als ich. Aber ich komme hier einfach echt nicht. Ich weiß nicht, das ist nur dieses Spiel. Ich komme einfach nicht. Ich komme nicht mit dem Aiming klar hier. Das geht einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das geht. In jedem anderen Spiel funktioniert es nur. Ja. Ah, der freut sich jetzt in Aster. Besser, weil ich dumm mal in der Runde springe. Ach ja. So Leute, wir packen da mal schnell die AEK 971 ein. Ob ich mit der Scheißwaffe wenigstens zurechtkomme. So. Ultimate Spawn, drauf immer. Seht ihr, warum kommen meine Schüsse nicht an? Was ist los? Wer schießt denn hier andauernd? Na, jetzt sprintet mein Soldat wieder nicht. Ach, ist doch nervig. Okay, da hat jemand einen Bogen gehabt. Hä? Ach Leute, ich weiß nicht, also Benefit 4, ich finde das irgendwie. Ihr seht es einfach. Es kommen hier innerhalb von Millisekunden Leute um die Ecke. Ich krieg keine Hits angezeigt. Ich weiß nicht, das ganze Movement Aim, die Hitbox, das ist echt so grottig. Und ich habe auch. Ihr braucht mir jetzt auch nicht irgendwie so mit Leitung oder so ein Scheiß kommen. Ich habe eine anständige, vernünftige Leitung, ja. Kann bitte jemand kommen und ich habe eine 50.000er Leitung, also daran liegt es sicherlich.
Daran liegt es sicherlich nicht. Ja. Euren Bereich gesichtet, over. Es ist einfach, das Spiel ist einfach nur grottenschlecht umgesetzt auf der PlayStation. Ja, geil. Seht ihr, ich krieg's einfach nicht gebacken. Es tut mir leid, ich krieg's nicht geschissen auf dem Aiming. Es tut mir leid, ich versuche jetzt mal die Empfindlichkeit hochzustellen. Vielleicht geht's dann. Ach, naja, immerhin. Da seht ihr mal ein kurzes scheiß Gameplay. Ich meine, jetzt klappt der wirklich gerade gar nichts. Mein Kontroll. Ja, und da sind sie schon wieder am Snipen. Mein Gott, Mann. Das ist so richtig schön. Das ist jetzt so eine richtig schöne Karte für Noobs, ja. Könnt ihr richtig schön ausprobieren mit ihrer Sniper-Reihe. So, du bist. Gut. Du bist eigentlich Messer. Ja, gut, also das Problem, wo ich auf mit der KD sehe, das ist definitiv. Das ist halt relativ groß gehalten. Ja. So. Und ich denke mir halt, dass ziemlich viele Leute mit mir überfordert sind, wie der Typ gerade eben, da hat sich schon da halt einen Sniper hin. Und kämpft sich dann Ast ab. Und genau und sowas habe ich in Battlefield 4 und auch in jedem anderen Ego-Shooter einfach keinen Bock. Ja, weil es ist so offengelegen, es kommt von jeder Seite kann sich irgendeiner rankirschen und sich einfach umholzen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht nur rumjammern hier und so, aber es wird irgendwann so kommen. Der AEK. Deine erste Hilfe, Mann! Zweite direkt hinterher. Das ist direkt am Endkitchen. Okay, der ist down. Immerhin, das meinte ich. Das ist, man kann es alles gar nicht. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Gar nicht überblicken. Ah, der war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Da ist ein feindlicher Soldat, südlich von dir. Da kommt Stefan. Ja, so, immerhin mal zwei Down bekommen. So, dann gehen wir mal weiter zu B und spielen ein bisschen Objective. Mich interessiert der KD und so einen Scheiß. Ich glaube, bei Battlefield 4 ist es 1-8er. Oh, hier oben ist einer. Schauen, messen wir eigentlich schon mal bei dem. Oh, das sind zwei Stück sogar. So peinlich, Junge, ne? Jo, die drei haben wir schon mal down. Naja, immerhin mit einer einigermaßen hohen Empfindlichkeit geht's ja noch. So, jetzt habe ich schon noch 13 Schuss. Das müsste ich mal. Scheiße, ich lasse das ausleeren. Dann. Und du wirst gemessert, Junge, und da kommt schon der nächste um die Ecke und die Animation dauert einfach viel zu lange. Mann, ich wollte messern. Aber ich hatte eine Waffe, garantiert ein Sniper. Oh ne. Dreieck halten, oder ist das ein Sniper? Oh, natürlich, was sonst. Was sonst, ne? Immerhin hat er eine G18 oder was das da ist vorbei. Naja, mal gucken, da kann man mit der ja im Nahkampf schon mal einigermaßen was mit anfangen. Genau, ab ins Haus gekämpft. Scheiße! Jetzt legt jemand Muni, jetzt hätte ich meine Waffe auch behalten können. Jetzt mir ja einfach mal ganz gut leichten Spawn bieten. Ach, guck mal, ich werde ein bisschen C4 platzieren und so richtig spät kommt die 2, finde ich. Also, Kombi 2 hat ja auch der Aufklärer C4. Okay, der ist weg. Hier oben war aber noch einer. Schön einlaufen. Naja, dann würde ich sagen, nuken wir mal weiter. Werfen mal eine Grenade da hoch. Eieieiei. Ja, der war ein heftiger Rückstoß. Naja. Fail Nummer 200. Naja, immerhin 14-9, immerhin haben wir eine 1er KD noch. Jo, kann man eigentlich das. Ja, vielleicht. Was hab ich denn anders? Ja, Laser will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Kompensator. Naja, mal die Mündungsbremse und den angewinkelten Griff. Vielleicht habt ihr ja mal so ein paar Tipps, wie ich in Battlefield 4 am besten die Waffen spielen kann.
Weil es ist einfach ich so. Ich hab feindlichen Soldaten gesehen. Ich kenne mich in dem Game absolut null aus. Kommt da, ey, Leute. Das war so klar. Seht ihr, das meine ich, es kommt von jeder Ecke. Und dann spielt ihr auf so riesen Karten auch noch mit einer Shotgun. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Guckt, da 500 Leute auf dem Berg. Aber ich nehme jetzt mal definitiv nicht so eine schnelle Feuerwaffe, sondern die AK, obwohl die jetzt eigentlich relativ krass gehongen hat. Was ist denn der jetzt? Gesichtet. Ja, seht ihr, der ist jetzt hier irgendwo am rumliegen. Ich hab einen feindlichen MG-Schütz. Ach, der Spitzen-MG und schön hier von 138 Meter bis runter drauf zu holzen. Happy Birthday, mein Kollege. Happy Birthday. Was wir ja gerade aber mal noch schnell machen können, obwohl schnell wahrscheinlich eher Zeit. Oh, das haben sie aber hier. Ich hab da eine Hilfe für dich. Ich aufpassen. Die Waffe, das ist doch 100%ig ein Bug. Da hab ich die auf zwei Feuer gestellt, kann das sein? Hier ist ein Medikament. Sehr hören, Einsatzziel Alpha ist verloren. Ich glaube, ich hab die auf. Ah, jetzt. Ich denk, ich bin so blöd, Leute, ja. Ich hab die auf zwei Schussbetrieb gestellt, im Wunder mich. Immerhin ein, aber jetzt bin ich down, ich hab's im Gefühl. Jo. Gut, hätte ich jetzt die AIK gehabt, dann wäre es natürlich anders ausgegangen. Aber was soll's? Wie viele Tickets haben wir denn eigentlich noch? Ich würde jetzt gerne mal den neuen Bogen holen, der liegt da zwischen D und E, habe ich gehört. Nee, D, ach, D gibt's gar nicht. Zwischen. Was war das? Zwischen. Ich glaube zwischen C und. Ach, was weiß ich, ist mir auch scheiße. Okay, ach komm, Leute, ich zieh die Runde durch. Hat eh nur noch 45 Tickets. Von daher. Drauf geschissen, auch wenn es jetzt. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo. Auch so ziemlich schlecht zu Gameplay ist, was ich eigentlich so allgemein gemacht habe. Ich hatte definitiv schon bessere Runden, auch in Battlefield 4. Wenn mich das Spiel total ankotzt. Ich sehe einen feindlichen Soldaten. Na komm, lad nach, schneller! Ich muss ehrlich sagen, ich achte jetzt gerade nicht auf mein Aiming, ich muss einfach reinzukratzen. Da ist dein Medikit! Na komm! Ach, ich treffe hier keinen mehr. Bevor ich hier gleich wieder verreckt. Die haben sich jetzt eh. Guckt euch diesen Camper an, Leute! Guckt euch diesen Camper an! Gut, jetzt läuft er rum, aber... Und zack, in den nächsten Busch rein. Und wieder rumgesniped. Ach, wisst ihr, also... Sag mal, was macht ihr eigentlich alle hier an den Felsen? Der irgendwie... Naja, was soll's, egal. Geh mal drauf. Ich hab einen feindlichen MG-Schützen genau östlich der NATO. Auch wenn ich jetzt. Sorry Leute, dass ich hier so. Wie lauten die viel am Rumjammern bin. Warum hab ich eigentlich mit der Scheiß noch einen Laser drauf? Braucht man doch gar nicht. Vor allem auf der Karte, ich bin ja null im Nahkampf. Oh, dann geh ich mal zu C. Hier wird wahrscheinlich irgendwo einer im Haus sitzen, oder? Nö, leer. Und da kommt schon die Musik. Es geht zum. Einsatzziel zum Ende zu. Ja. Ach, ja, schieß du mal, genau, mach ich mal aufmerksam. Zeig mal deinen Leuten, zeig mal den Leuten deinen Standort. Ich hab das auch schon wieder irgendwo einer gesehen. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Ich kämpfe mich jetzt gerade mal. Vielleicht wird er mich eh sehen. Vielleicht bin ich da und ich hab's ein Gefühl. Ich hab's ein motherfucking Gefühl. Ich
dass hier von überall irgendwelche Leute schießen. Das ist so irritierend teilweise. Okay, da hinten sind welche. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Nades dabei, also Flash Nades oder ob ich normale. Naja, gut, das soll's, Leute. Mein Team hat verloren. Ist auch nicht alles zu erwarten. Ja. Unser Gameplay geht jetzt auch schon fast 22 Minuten. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt einigermaßen Spaß mit dem neuen DLC, mit der neuen Karte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.